nach 4 Streams aus der anderen Zentrale, jetzt wieder aus der Heimatzentrale und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, die Champions League läuft hier oder ist hier im vollen Gange, Leute, und es wird nicht einfacher. Also vor allen Dingen ist die Champions League hier überhaupt nichts für mein Herz, muss ich echt mal so sagen, denn es ist unheimlich spannend. Es ist, wie soll ich sagen, viel ist dabei, was wirklich auf der, oder was, wo es sehr, sehr eng ist, hier in der Liga und wo alles nicht beieinander ist, das ganze Feld. Also hier kann man wirklich nicht sagen, dass es einen Clan gibt, der, ich sag mal so, relativ schwach ist oder so. Außer man will jetzt absteigen, weil man merkt, dass es doch zu schwer ist, in einer Liga zu bestehen und dann lieber in einer Liga, ja, so eine Liga halten. Aber wir gucken mal, was hier der Proxy hier gerissen hat. Im ersten Clankrieg war das, glaube ich. Die Liga fing ja am Feiertag an, beziehungsweise mit der Suche, und dann haben wir am Donnerstag den ersten Kampftag gehabt und das Ganze geht hier mit Hybrid durch. Also auch hier wird an allen Fronten mit ganz, ganz vielen verschiedenen Taktiken wieder gekämpft. Leute, nach den Eventtruppen hat man sich jetzt aber wieder so ein bisschen eingegroovt und hat sich wieder auf seine, ja, ich nenne es mal so, auf seine Stärken oder Schwächen, je nachdem, wie man es sehen und sagen will, beruht oder begrenzt. Und dementsprechend ist das hier ein schöner Angriff, ein schöner Hybrid gewesen. Außen nochmal ein bisschen mit so ein paar Ballons, auch sehr, sehr schön gesehen. Da ist jetzt auch der Monolith so ein bisschen abgelenkt gewesen. Und ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass es ein kleines Déjà-vu hier gab. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich werde euch das gleich mal zeigen, beziehungsweise werd euch da mal befragen, ob ich da jetzt richtig liege oder was ist da nicht ganz richtig gelaufen. Nachdem der Bug ja da war in der Legendenliga, dass man nicht angreifen konnte, beziehungsweise wenn da dieser komische Kessel stand, dass man dann Timeout oder Sync-Timeout bekam man danach auch wieder einen kleinen Sync-Timeout, nämlich immer dann, wenn wohl das dunkle Lager zerstört wurde, aber auch nur in gewissen Konstellationen. Also wir haben in den Clans genug Dreier gemacht, es hat also funktioniert, aber bei dem einen oder anderen ist das denn doch in einen Timeout gelandet, und der hier war ultra, ultra knapp. Es war auch der letzte Angriff. Er hat auch gedefft, das heißt also, ich habe hier den letzten Angriff gemacht, irgendwann ganz, ganz spät mitten in der Nacht, denn die Clankriege laufen hier sehr, sehr spät aus, und habe nochmal einen Zweiständer geholt, und der Gegner hat Nerven gezeigt, hat nämlich nochmal einen Einständer geholt am Ende. Vielen lieben Dank für die Truppis, und hat nochmal einen Einstern geholt am Ende, ihr seht das hier. Also 15 Minuten vor Schluss hier noch einen Zweiständer hingelegt, und zeitgleich hat auch der andere Kollege hier angegriffen, der Fate, und der hat Nerven gezeigt, hat einen Einständer gemacht, denn prozentual, ihr seht das oben, lagen wir weit, weit hinten, und deswegen ist das hier eher ein glücklicher Sieg gewesen für uns. Allerdings zweiten Spieltag haben wir dann verloren gegen die vermeintlich Schwächsten hier in der Gruppe, weil da haben wir dann auch mal Nerven gezeigt mit zwei Einsternern und zu wenig Dreiern, die dann dagegen halten können, und der Gegner hat einfach sein Zwei-Sterne-Konzept durchgearbeitet, bis auf wieder der Proxy hier, scheint eine gute Base zu sein, die er da hat. Das heißt also, auch da hat der Gegner zwar Nerven bewiesen, aber wir mussten dann zwei Einsterne aufholen, und das ist uns leider nicht gelungen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das immer gelingt, aber bei uns ist das dann eher schwierig. Den haben wir, glaube ich, relativ deutlich gewonnen hier mit 31-28, und auch da habe ich den letzten gestern Abend noch gemacht, aber da war schon entschieden, und das waren dann einfach nur noch zwei Sterne für uns drauf, denn beim 29 oder beim, wir hatten ja schon 29-28 geführt, also leichtes Spiel für Roger Rabbit, und hier hat der Proxy auch mal nur einen gemacht, okay, ist aber nicht so tragisch, und jetzt spielen wir gegen einen deutschen Clan. Grüße gehen auf jeden Fall raus an die vier Sterne, und die vier Sterne haben ja auch schon sehr, sehr schöne Angriffe gemacht. Die möchte ich auch ganz gern zeigen. Ich muss ja nicht immer nur uns zeigen, sondern ich zeige natürlich auch ab und zu mal ganz gern den Gegner, wenn ich der Meinung bin, dass der von Inquisition hier, der Anu, einen coolen Angriff hingelegt hat. Und ich habe ihn schon jetzt schon einmal gesehen, aber sehr schön hier mit Twinhawks.
Und die habe ich bei uns noch gar nicht gesehen. Ist auch sicherlich nicht ganz so einfach zu spielen, aber der Queen Charge hier ist einfach genial gewesen, fand ich jetzt. Also ich fand den ganzen Angriff sowieso sehr, sehr gut. Hat sich auch, ich will mal sagen, obwohl der Baba ist eigentlich auch schon ganz schön weit hier in der Base, sehe ich gerade. Da ist schon sehr, sehr viel dunkelblau. Ich würde fast sagen, er ist fertig. Aber vielleicht mit dem Unsichtbarkeitszauber und dem Giftzauber, na, nicht ganz optimal. Im Moment geht ja die Tendenz eher dahin, dass man sagt, Wutzauber beide. Oder halt je nach Base vielleicht ein Gift, aber ach, Gift ist sehr einfach zu kontern, finde ich. Und das ist nichts Schlimmes, sage ich mal, vielleicht für kleinere Truppen, die dann zum Rathaus gehen oder so. Aber wenn du dann mit einer Queen dahin gehst oder auch mit Truppen, die zum Rathaus gehen, so wie die Hawks gleich hier oben marschieren, ist der Gift sicherlich, ich will nicht sagen suboptimal, aber das Rathaus hat ja sowieso noch ein Gift am Ende. Das heißt also, man hat da letztendlich ein Doppelgift. Sehr schöner, wo wir gerade beim Gift sind, sehr schöner Giftzauber hier von ihm. Oder ihr, keine Ahnung. Direkt an der Clanburg, sodass die Hexen gar keine Chance haben, auch nur ansatzweise zu überleben. Also richtig schöner Giftzauber. Und dann geht es hier mit den Twin Hawks hier durch. Hier unten kämpft immer noch die Queen. Die geht jetzt schon so ganz gemütlich an der Mauer und danach ans Rathaus ran. Ist auch schön weit genug weg. Das heißt also, im Rathausgift wird überhaupt keine Truppe gleich sein. Irgendwann entscheiden sich dann auch die Schweinchenreiter hier, dass sie hier unten den, ja, jetzt machen sie ihn kaputt und die stehen noch nicht mal im Gift. Ihr seht das, der Giftkreis ist noch außerhalb und dann klopfen die hier ganz gemütlich die Clanburg runter. Außen geht es noch mal ein bisschen mit Loons rein und die machen auf jeden Fall den letzten Bogenschützenturm. Ich weiß gar nicht, ob da hinten, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube aber nicht, dass der Wutzauber gefettfingert war. Sondern das war eher wirklich ein sehr, sehr schöner Angriff hier. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch den zweiten Dreier, den sie uns reingeballert haben, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also ein bisschen Ligakampf hier. Und zu dem Déjà-vu-Geschichten komme ich dann gleich am Ende. Also ich würde ganz gerne auch noch den zweiten Angriff sehen. Den zweiten Dreier. Denn solange wie die Wiederholungen noch verfügbar sind, kann ich sie ja noch zeigen. Denn heute Morgen war, glaube ich, auch mal wieder eine kleine Wartung. Und als ich dann mein Tablet angeschaltet habe und habe das da gelesen, Wartung, habe ich gedacht, oh, und wieder nichts aufgenommen oder kriege wieder nichts aufgenommen, weil die Wiederholungen weg sind. Aber weit gefehlt. Die Wiederholungen waren in jedem Fall da. Okay, da wird der Monolith weggeblitzt und weggeerdbebt. Und der Minenwerfer hat auch nur auf den Warden geschossen und der war in Heilung sehr, sehr schick. Ja, das ist auch cool, eine Heilung auf Warden, Heilung auf die Jolly Queen. Ist das die Jolly Queen da unten? Ja, ist glaube ich die Jolly Queen, ne? Sehr heftiges Modell. Und der Flamefinger hier macht ganz, ganz gemütlich gleich das Rathaus. Und ihr seht auch da, der Giftzauber ist dann wirklich ohne Nutzen da hinten, also der Giftturm. Dann doch lieber auf Wut stellen, denn dann hast du wenigstens noch die eine oder andere Defensive in Wut. Aber so bringt das jetzt, ja, so ein bisschen, ja klar, jetzt für die paar Ballons da. Aber da hat er wahrscheinlich sowieso nicht mitgerechnet, dass die da so durchgehen. Und die E-Titanen fressen sich aber durch. Ums Rathaus muss er sich gar nicht kümmern. Das macht er für den Finger ganz easy peasy da unten. Ganz für sich, ganz, ganz, ganz alleine. Und so buddelt sich hier reichlich durch. Da hinten habe ich noch eben. Jetzt kommt der Royal Champion dazu. Und auch die Gebäude, die dort so ein bisschen versorgt werden von den Bauarbeitern, finde ich, die sollten dann eher die defensiven Gebäude wieder hochklopfen, anstatt irgendwelche Lager oder so in den, ich nenne es mal so, in den Feuerpausen. Ich nenne es mal so in den Feuerpausen. Okay, die Queen macht jetzt erst da die paar Skelette und der Flamefinger hat es jetzt gleich geschafft. Ah, die Queen hilft so ein bisschen mit, beziehungsweise nee, jetzt ist er kaputt gegangen und der fährt immer, immer weiter. Also echt gut getimed hier. Auch noch gar nicht aufgemacht oder so, muss er auch gar nicht. Mal gucken, was da gleich rauskommt. Ich denke mal, ein Raketenballon oder sowas kann ich mir vorstellen. Und ein Yeti wird zurzeit gerne in den Flamefingern genommen, habe ich gesehen. Und okay, hier Yeti und ja, keine Chance für die kleinen Skellies. Keine Chance für die Skellies, wenn die E-Titan in die Nähe kommt.
Und deswegen ist das ein schöner Dreier hier gewesen. Also die wollte ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten, denn die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Was mir gar nicht so gut gefällt, ist meine Nase, die mal wieder zu ist. Aber ich hatte nach der Wartung so ein kleines Déjà-vu. Also hier geht es auf jeden Fall ganz gut weiter. Entschuldigt bitte, dass ich kurz abschweife. Und von Platz 1 bis Platz 8, wir waren schon alles in den 4 Tagen hier oder in den 3,5 Tagen. Aber hier ist alles auch sehr, sehr eng beieinander. Und ich denke mal, wenn wir so 4., 5. werden, selbst wenn wir 6. werden und die Liga halten, ist das echt super. Wir spielen ja das erste Mal überhaupt hier im Clan Herausforderer in der Champion League und halten uns eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wir haben eine tolle Truppe zusammen. Da freue ich mich auch ganz besonders. Aber nun mal kurz zum Déjà-vu. Ich kann mich dran erinnern, heute Morgen, müsst ihr bei mir in Discord gucken, habe ich noch schnell einen Screenshot gemacht, denn nach der Wartung war der Pass weg. Nach der Wartung war der Pass weg. Und ich hatte heute Morgen schon geschrieben, endlich ist das Ding weg. Endlich ist der Pass weg. Aber beim erneuten Einschalten, irgendwann war das Icon dann wieder da und man kann den Pass weiterspielen. Also hatte da wahrscheinlich auch einen kurzen Schockmoment. Aber ich kann mich daran erinnern, Leute, dass ich mit Thorsten, also mit diesem Account hier und nicht mit einem anderen Account, oder war es doch ein anderer Account? Wenn es ein anderer Account war, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Aber ich meine, ich hätte hier mit Thorsten schon das Event hier gespielt. Die Challenge, die habe ich erst mit einem einzigen Charakter geschafft. Und ich bin der Meinung, das war Thorsten, denn Machttränke habe ich reichlich hier, die ich auch nicht genutzt habe. Und ich war der Meinung, ich habe das schon gespielt und kann es jetzt nochmal spielen. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich da auch, keine Ahnung. Oder ihr sagt, ja, kann man jetzt das zweite Mal spielen. Tolle Wurst. Und was natürlich auch noch sehr, sehr schick ist, ist, dass der Pass ist natürlich diese Szenerie hier sehr, sehr schön. 24 Tage habe ich jetzt mal wieder Zeit zum Überlegen, ob ich die 7,99 investiere in eine Warbase-Szenerie. Und ich muss aber wirklich sagen, die ist echt mal richtig, richtig schick. Also die gefällt mir von den Farben sehr, sehr, sehr gut. Und B, natürlich in Ketten aufgehangen hier. Ist wirklich mega. Auch der 3D-Effekt ist wieder göttlich hier. Also Clash of Clans wird Goes to 3D, weg von 2D. Und aber ja, ich weiß es noch nicht, Leute. Ich meine, am Ende kaufe ich sie mir sowieso, ne? Mal sehen. Im Shop gibt es sie leider auch nicht billiger. Aber egal. Mehr gibt es im Moment hier nicht. Wenn ihr natürlich einen Creator unterstützen wollt, müsst ihr hier einen eintragen. Zum Beispiel den Noobs oder den Itzo. Das sind immer so meine Favoriten, die ich da dann ab und zu mal eintrage. Im Moment trage ich da noch keinen an, weil ich noch nicht kaufe, weil ihr müsst das alle 7 Tage wiederholen. So, jetzt habe ich erstmal den Wochenstart geschafft und ich hoffe, das hat euch auch ganz gut gefallen. Wir werden uns auf jeden Fall wieder in den Livestreams sehen, also montags, mittwochs, freitags und die Tage dazwischen gucke ich immer mal, wann ich Lust habe. Aber erstmal wieder die festen Tage hier so ein bisschen einhalten und dann sehen wir uns auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen hier aus der Liga, auch bei Free-to-Play und bei der Totos-Bande gibt es ja ein bisschen was zu erzählen, aber ich kann das auch nicht alles in eine Folge packen. Ich hoffe, das seht ihr mir so ein bisschen nach. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und dann könnt ihr darauf hoffen, dass nächstes Mal wieder meine Webcam mitspielt, denn die ist mal wieder nicht da. Also so richtig nicht da, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit dem Logitech-Ding hier los ist. Aber jedes Mal, wenn ich hier fresh den Rechner starte, wenn er mal ein paar Tage kalt war, dann ist die Kamera erstmal nicht da. Da muss ich jetzt auch erstmal nachgucken. Habe ich zwar schon nachgeguckt, aber ist es mir nicht gelungen. Ich hoffe, dass ich das bis heute Abend ausgebügelt bekomme. Ansonsten muss ich irgendein Telefon nehmen, was dann bei mir ein bisschen Kamera spielt. Ihr fandet das Video gut, oder? Also Daumen nach oben, abonnieren und am Kanal dranbleiben. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht.